Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zum Omnisire, oder genau genommen, was auch immer wir jetzt hier geworden sind. Wir sind ein Arcanis Infundibulum geworden. Ich weiß nicht genau, was es tut, aber es scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und mit dem müssen wir jetzt irgendwie überleben, was auch immer uns jetzt hier das Spiel gerade eben hier vor die Flinte werfen möchte. Es ist nicht so einfach, denn sie kommen von allen Seiten. Was kann das Ding denn? Also wir haben es gerade eben schon mal gesehen, ne? Es bringt auf jeden Fall Nahkampf ein bisschen Damage mit. Es kann Nekrodermis-Reparaturen durchführen, das also heilt. Dann kann es Angst verursachen. Passiv reduziert es die Moral von Gegnern. Es kann die maximale Bewegung passiv reduzieren. Transdimensionaler Energieblitz verursachen, keine gültigen Ziele. Verbraucht Aktions- und verbraucht Bewegungspunkte. Ich weiß nicht, gegen was man das einsetzen kann. Es hat eine Reichweite von 2. Ich gehe mal dahin. Vielleicht geht's. Ah, da geht's dann. Okay. Und dann kann ich ja noch die fallenden Sterne machen. Okay, jetzt guck mal was. Das ist nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Es ist insgesamt nicht so viel Schaden. Aber egal, ich probiere das mal. Komm, Tetzel. Jetzt kommen die halt alle an und wollen Ärger machen. Und zwar nicht zu knapp. Aber wisst ihr, es ist mir jetzt egal, ne? Die Orks habe ich so weit runtergeprügelt, dass sie mir egal sein können. Ich aktiviere auf jeden Fall schon mal jetzt hier mal das Bollwerk-Imperativ. Ein weiterer Panzer soll... Nee, da sind wir schon dabei. Ich hol mir wieder mal so einen Marschall. Danach. Nachdem wir mal wieder einen verloren haben. So, Zug beenden. Jetzt muss ich 10 Runden lang diesen Angriff überstehen. Ich habe kein... Was? Ey, ohne Witz, das ist irgendwie ein Angriff von jeder Art von Einheit, die dieses Spiel, glaube ich, beinhaltet. Kann das sein? So dumm, dass wir halt nicht vorbereitet waren. Sag mal, wie oft kann der denn schießen? Ich erinnere mich, der konnte das ein paar Mal. Da rein ballern. Oh Gott, da kommt was Großes. Da kommt was Großes. Das machen wir jetzt am besten so. Aktivieren, alles aktivieren. Und jetzt tu dem großen Ding hier mal weh. Ja, das hast du gut gemacht. Das lasse ich mal als Wehtun durchgehen. So, du schießt auch noch damit drauf. Also das Ding hier muss halt jetzt irgendwie überleben. Soweit habe ich das verstanden. Das heißt, wir boxen uns jetzt einfach wieder zurück in unsere ursprüngliche Festung, würde ich mal sagen. Gut, der ist down. Du gehst da hoch. Du gehst da hoch. Du fährst dahin. Weiß der Geier, ob die jetzt jede Runde spawnen? Ich würde aber momentan davon ausgehen, ja. Du rennst da jetzt auch nochmal runterwärts. Ich hatte halt Abklingzeit hier, ne? Deswegen überspringe ich dich gerade eben mal. Überspringen die Stadt hier. Muss mehr Bevölkerung produzieren. Muss mehr Loy produzieren. Oh, da oben kommt eine Menge. Mhm.
Zum Glück sind die Einheiten bis jetzt eher so mittelstark. Was hat denn der vor? Ich weiß nicht, was das gerade eben werden sollte. Aber es sah lustig aus. Auf jeden Fall gehst du jetzt dahin. Ich geh jetzt da runter. Komm. Was ist das hier? Stampfer. Ne, das ist Reichweite 1. Jetzt will ich endlich den Großen hier fertig machen. Der nervt, wo er hier rumsteht. Errungenschaft, niemand ist sicher. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Gut. Dieses Elder-Gerät mal weg. Du gehst jetzt schon mal dahin. Feuerst jetzt auf die da. Aha. Feuer frei auf den. Also meine Feuerkraft ist inzwischen so groß, ne, dass es eigentlich Wahnsinn ist, gegen mich anzutreten hier. Wie ich gerade eben zeigen kann. So. Ich will nur gucken, ob hier noch irgendwo jemand sich versteckt, aber sie sind offensichtlich schon irgendwie lokal konzentriert. Oh Gott, was ist das schon wieder? Etwas, was mir nicht gefällt. Das ist die Aufgabe. Du hast eine Aufgabe, mein Freund. Du hast eine Aufgabe, kümmere dich drum. Gehst hier weiter. Die Stadt hier macht nichts mehr. Wir machen zu wenig Energie. Komm, das möchte ich ändern. Ein weiterer Panzer wäre gut. Okay, sie kommen auch die ganze Zeit von hinten. Das Gute ist, dass die Gegner uns teilweise nicht sehen und volle Kanne in uns reinrennen und sich hier voll zerlegen lassen, wie man sieht. Au! Das tat weh. Ich glaube langsam aber sicher wirklich, dass sie einfach hier in diesen dunklen Zonen spawnen. Ich habe gerade eben Stufe 10 Panzer verloren. Mein Landbrecher. Also der Weg muss es sein, jetzt hier diesen wieder hier zurückzufinden. Du fährst jetzt hier so vorbei. Räumst dir den Weg frei. Gehst darüber. Gehst dahin. Also das Ding ist übel, ne? Das muss weg. Boah. Übles Gerät. Mhm. Der ist nicht leicht auseinanderzunehmen. Wir marschieren einfach weiter, ne? Ich ignoriere die Tatsache, dass sie uns eigentlich auf den Fersen sind. Ich werde nicht nach hinten feuern. Nicht stehen bleiben oder so, sondern immer schön konzentriert zusammenbleiben. Weil ich glaube, dass es unsere einzige reale Chance ist, diesen Quatsch hier zu überleben. Hi. Oh. Das war schlecht. Ich mach mal schnell das hier nochmal an.
britzelt ihm ja eine. Wie gesagt, es ist ja nur eine zeitliche Frage, das jetzt zu überstehen. Das war gut. Du kannst jetzt ja auch noch rauskommen. Oh shit. Ah, Phantomklingen kommen von da oben. Ich finde das nicht so gut, dass da Phantomklingen kommen. Man möge mich ein bisschen für verklemmt ansehen, aber ich mag das nicht. Ach du Scheiße, komm. Nochmal die Panzerung aktivieren. Um diese Runde jetzt hier zu überleben. Das war mein Fliegerchen. Ich habe zwei Einheiten verloren. Aber jetzt haben wir die Icarus-Zwillingsmaschinenkanone. Die vom Adeptus Mechanicus eingesetzten Icarus-Waffenstationen erfüllen den Himmel mit unausweichlichem Tod. Sie sind mit einer Icarus-Zwillingsmaschinenkanone, die über Himmelssperrlinsen verfügen, einem Gatling-Raketenwerfer, der Flugabwehrsalben abfeuert und einem panzerbrechenden Raketenwerfer ausgestattet. Icarus-Waffenstationen können mit ihrer kombinierten Feuerkraft ein ganzes Geschwader feindlicher Jäger vom Himmel holen. Ja, dann zeigen wir mal, ob ihr das wirklich könnt. Ist der jetzt ernsthaft abgehauen? Also ich will auf jeden Fall jetzt erstmal dir entfernen, operativ, ne? Kann ja nicht sein, dass die jetzt hier rumstehen und Stunk machen. Du musst in diese Richtung verteidigen. Wo ist der Große hin? Keine Ahnung, aber egal wo ich bin, ne? Es ist halt echt so, die spawnen hier so in diesem dunklen Raum. Da ist er. Weg mit ihm. Autsch. Ich denke, dass es gerechtfertigt ist, wenn ich sage, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Ich das doch noch an, in der Hoffnung, dass ich ihn noch zerstöre, bevor er sich irgendwie repariert. Yes, der Große ist weg. Wir nehmen jetzt diese Position erstmal vorsichtshalber hier ein. Währenddessen wir hier weiter zurückfallen. Du gehst dahin. Ach, da kann man gar... Oh Gott, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Okay, schnell weg da. Das sehe ich jetzt erst hier durch dieses braune Gedöns. Okay. Also nach wie vor bleibt dieses ganze Erlebnis ja eigentlich eine permanente Defensivschlacht, ne? So. Wieder eine Forschung wählen. Ich mache mal diese Sonnenreflektoren. Diese Energiesituation kriege ich irgendwie nicht so richtig in den Griff. Ich muss noch 6 Routen überleben. Das wird spaßig. Nahkampfflieger, die danach noch Raketen werfen. So ein Scheiß habe ich echt keinen Bock, ey. Okay, du gehst jetzt hier weiter.
Du gehst hier noch mit hin. Dann machst du den hier weg. Wir haben jetzt halt echt das Problem, dass ich mich jetzt in diese blöde Sackgassensituation hineinbegeben habe. Okay. Schritt für Schritt nach hinten ausweichen. Das sind die Devise. Gut. Der kann hier auf nichts mehr schießen. Du machst den ja voll alle. Eieiei. Also die spawnen halt wirklich random. Das ist offensichtlich. Und zwar jede Runde kommen welche nach. Es ist beinahe so, als ob es irgendwie so ein planetarer Drop wäre, der da stattfinden würde. Überall sozusagen in der Area, wo ich quasi keine Line of Sight habe. Ich geh da rein. Und tu ihnen weh. Beeil dich mal mit dem Wehtun. Was ist eigentlich das? Was tut das? Ach, so erhöht die Forschung. Ja, komm, dann gebe ich ihm das. Kommt ehrlich gesagt ein bisschen spät, ne? Finde ich jetzt persönlich für so ein Item, das Forschung stärkt. Das will man eigentlich früher haben. Okay, hier machen wir nix. Machen wir nix zu beenden. Noch 5 Runden. Da kommt ja auch so ein Teil an. Ach, wie schön, ne? Da wissen wir ja gleich schon mal, was wir zu tun haben. Das war echt nicht viel Schaden. So, ich habe wieder einen Skitarii-Marschall. Den ich jetzt hier auch dringend brauche. Du bewegst dich darüber, weil das Ding hier muss weggemacht werden. Du bleibst jetzt wieder hier. Wir ziehen uns jetzt nach wie vor jetzt hier geordnet zurück. Da ist ja nochmal so einer. Eieiei. Ich habe das Gefühl, die spawnen teilweise wirklich sogar in meinem Blickfeld. Ja, auch hier mache ich jetzt hier diesen Rückzugs-Schieß-Move. Gerade eben bloß, wer irgendwie noch eine Reparatur bräuchte, aber es ist irgendwie niemand, außer er selber. Dann fährst du noch dahin und kannst ihn ja auch noch unter Feuer nehmen. Und Britzel für extra Schaden. Du machst den noch alle. Ja, komm, ran in den Speck. Da ist ja noch einer. Shit.
Die gesamte Landschaft muss voll stehen. Ja, bleibt alles hier so ein bisschen blöd gerade. Nochmal so ein Teil. Hier mache ich nichts mehr. 4 Runden noch. Dieser Flaschenhals, ey, der nervt mich. Autsch. Das ist wieder so ein Fliegerchen. Also wenn man wüsste, dass das passiert, ihr wisst's jetzt, dann kann man sich da super drauf vorbereiten. Zu schade, dass ich es nicht wusste. So, du gehst jetzt da hin und britzelst dem hier eine. Dafür, dass er angeblich jetzt hier so ein omnipotenter Omnisire-Typ sein soll, finde ich, macht er wenig Schaden. So, der ist weg. Gut. Dann gehst du noch hier hin. Du marschierst dahin. 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 Zurück. Dahin. Reparierst den. Zack. 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 Wegburnen. Zurück. Und zurück. Wir haben es fast geschafft, diese Evakuierung durchzuziehen. Jetzt müssen wir nur noch den hier irgendwie loswerden. Das nächste Nähe. Angreifen, angreifen. Ich komme da nicht richtig ran an den. Du gehst da noch mit hin, dann kannst du die hier alle nochmal ein bisschen verstärken mit deinem Buff. Du rückst da durch. Ich baue nochmal so ein Gerät. Noch 3 Turns. Es ist echt krass, von welcher Seite die jetzt überall hier ranstürmen, ne? Von allen Seiten. Hätte ich hier nicht eine einigermaßen brauchbare Wirtschaft, wäre das hier fatal. So, du gehst da drauf, hältst die Stellung, würde ich sagen. Du ziehst dich hinter diese Linie zurück. Ach du Scheiße, da ist schon wieder so ein großer. Wieder so ein Gerät, auf das ich null Bock habe. Rückzug hier rein. Rückzug dahin. Dann kann er noch dahin. Du gehst dahin und heilst ihn ein bisschen. Er kann sich noch weiter zurückziehen. Du gehst da noch mit hin. Der kann gerade gar nichts machen, außer sich heilen. Beziehungsweise sich heilen. Ja, ihr heilt euch gegenseitig. Komm, was halten wir denn davon? Schön stehen bleiben. Regenerieren. Regenerieren. Das aktiviere ich jetzt auch noch, um den hier anzugreifen. Immerhin ist der jetzt schon mal halb down. So.
So, jetzt führt mich mein Weg direkt an seine Flanke hier. Boom. Du gehst hier rein und reckst dich. Du schießt auf die da. Hier baue ich nichts, hier baue ich nichts. Zug beenden. Noch zwei Turns. Autsch. Der lebt noch. Okay, jetzt machst du den ja alle. Weil ich möchte, dass der sich schön weiter heilt. Du stellst dich jetzt dahin und dahin, um zu verhindern, dass hier noch mehr aus der Dunkelheit hervorprischt. Der Plan ist jetzt, dieses blöde Gerät zu vernichten. Damit sie uns hier keinen Ärger mehr macht. So, zurück. Zurück. Zurück und zurück und... Ja, lieber in diese Richtung. Ich muss die Einheit jetzt hier nicht unbedingt noch verlieren. Du regenerierst. So, du kannst dich hier noch sogar noch ein bisschen heilen lassen. Du gehst noch dahin. Du heilst dich hier so ein bisschen. Du gehst dahin, falls von da oben noch irgendwas kommt. Du hältst diese Stellung. Du hältst diese Stellung. Du hältst diese Stellung. Ich baue nichts mehr. Weil es wahrscheinlich jetzt vorbei ist. Wir werden es gleich sehen. Die können aus irgendeinem Grund da hochschießen. Ich weiß nicht, warum sie das können, aber sie können es. Was ist denn das? Orkanwoge ist jetzt auch noch da. Also sie schicken jetzt halt echt wirklich allen kranken Scheiß. So, wir haben es geschafft. Sonnenreflektoren kann ich noch mal kurz mal vorlesen. Planungen, Planungen, Planung. Die Magie des Adeptus Mechanicus entwerfen jede Stadt so, dass sie als ganzheitliches System funktioniert, in dem jeder Teilaspekt die anderen Teilaspekte unterstützt. Sonnenreflektoren auf allen Gebäuden beispielsweise leiten die geringe Menge an Energie, die sie durch auf dem Planeten Gladius Primus vorherrschenden Sturmsysteme einfangen, zum nächstgelegenen Thermotauscherschrein weiter. Und damit haben wir auch das jetzt geschafft. Sieg! Ja, es wurden Fehler gemacht. Beinahe wäre es Benedikt gelungen, Verrat an ihnen, am Imperium und am Omnisire zu üben. Doch der Omnisire vergibt alles und jedem. Ist das real? Mit der Macht des absorbierten Gauklerfragments erwecken sie gemeinsam mit dem Omnisire die Maschinengeister des Titanen. Träumen sie etwa? Er tritt nach vorne und wirft die Makropolstadt von seinen Schultern. Hier beginnt die Eroberung des Planeten Gladius Primus. Sieg. Ihre Mission ist erfüllt. Heretekt Benedikt wurde eliminiert und Gladius Primus steht unter der Kontrolle des Imperiums, des Omnisire. Sie schreiten direkt neben ihrem Gott voran, der umgeben von funkensprühenden Elektrizität und Schwarzstein einen atemberaubenden Anblick darstellt. Sie träumen, sie sind in ihrem Geist gefangen. Das kann nicht real sein. Okay, jetzt sehen wir gerade eben die Situation, wie wir gegen die Orks gekämpft haben. Das war der Moment, wo wir ihnen richtig Schaden zugefügt haben. Aber ich glaube, das waren hauptsächlich ihre Städte, die wir ihnen zerstört haben in kurzer Zeit. Also die Orks waren immer stärker als wir, was die Städte angeht. Also die Wirtschaft, können wir gerade eben mal schauen. Da war ich natürlich lange Zeit einfach nur ein kleines Licht, ne? Kurzzeitig hatte ich einen Mega-Peak. Ich habe keine Ahnung, warum ich manchmal so einen mega krassen Wirtschaftspeak hatte. Woher kam das? Ich weiß es nicht. Militär, können wir uns auch mal gerade eben mal anschauen. Wie gesagt, die KI von den Orksen ist das Interessanteste. Wir sehen, dass das sieht man mal, wie ich das Militär so... Ich habe es wirklich runtergegrindet. Heftig, oder?
Also man sieht ja immer wieder hier so meine Einbrüche, ne? Aber ich habe es geschafft, gegen zu produzieren, was er nicht geschafft hat. Er hat dann auch, glaube ich, die Truppen dann einfach in so Stück für Stück nachschicken müssen. Und ich konnte sie halt dann so nach und nach vernichten. Heftig. Das ist beinahe eine Exponentialfunktion bei mir. Bei der Forschung können wir uns auch mal gerade mal anschauen. Da bin ich. Also ich bin dafür, dass ich eigentlich die ganze Zeit hinten dran war, weil ich halt diesen anfänglichen Fehler gemacht habe, weil ich nicht wusste, was ich zuerst forschen soll, bin ich halt immer hinten dran gewesen. Die Orks hatten, glaube ich, alles schon komplett erforscht. Hat ihnen nichts gebracht, wie man sieht. Ja, und dann am Ende habe ich insgesamt 88 Einheiten produziert. Die Orks, die 108, hat ihnen nichts gebracht. Ich habe 9500 Schaden verursacht, 20.000 Ressourcen auf. Also dafür, der Ork, also wäre das ein menschlicher Spieler gewesen, hätte ich keine Chance gehabt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, der Ork hat sich hier komplett selber versaut. Egal, ich bin glücklich, wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch, ja, frohe Weihnachten, denn es ist ja auch bald, ne? Macht's gut, schöne Zeit, bis bald auf meinem Kanal, tschüss und ade.